Leuten von der Bonner Polizei. Herr Schott, was ist hier heute passiert? Wir sind in frühen Abendstunden von Passanten darüber informiert worden, dass im Bereich des Eingangsbereiches des Amtsgerichtes ein menschliches Körperteil abgelegt wurde. Wir haben kurz Zeit später festgestellt, dass es sich hierbei um einen menschlichen Kopf handelt. In unmittelbarer Nähe zu dieser, im Zusammenhang auch mit dieser Auffindesituation, haben wir eine Person festgestellt, überprüft und auch zwischenzeitlich vorläufig festgenommen. Wir gehen derzeit ersten Anhaltspunkten nach denen hier in der Nähe ein Leichnam, den wir aufgefunden haben, dass dieser Leichnam auch möglicherweise in einem Zusammenhang steht mit dem, was hier passiert ist. Das müssen wir noch bestätigen. Wir sind jedenfalls mit der Mordkommission hier am Werk und werden den Fundort, beide Fundorte jetzt in Augenschein nehmen. Wir werden darüber hinaus natürlich den vorläufig Festgenommenen entsprechend abgestimmt mit der Staatsanwaltschaft vernehmen. Können Sie mehr über den Festgenommenen sagen? Wir wissen im Moment noch nicht genau, um wen es sich handelt. Wir müssen noch entsprechend überprüfen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann. Auch das werden wir noch belegen. Die Ermittlungen zu dem Verstorbenen, die aktuell auch laufen, beinhalten auch die Feststellung der Identität. Dazu können wir erst später etwas sagen. Können Sie schon etwas sagen, ob die beiden im Zusammenhang standen, sich kannten oder was der Auslöser eines Streits beispielsweise war? Können Sie da schon zu was sagen? Wir können derzeit noch keine weiteren Angaben ringsherum machen zu einer Vortatphase oder ähnlich. Wir wissen jedenfalls, und das ist für uns interessant, dass wir keine leitenden Einsätze hatten. Also wir hatten keine verdächtigen Beobachtungen, keine anderen Einsätze, die uns hier letztlich an diesen Fundort auch hätten in den Zusammenhang führen können. Danke. Er hat ihn abgelegt, hat es also zugegeben quasi? Oder also wir bringen eine Person, die wir in unmittelbarer Nähe überprüft haben, in Zusammenhang mit der Auffindesituation. Auf der Grundlage unseres ersten Erkenntnisstandes haben wir diese Person, bei der es sich nach unseren ersten Ermittlungen um einen 38-jährigen Mann handelt, vorläufig festgenommen. Hat die Person das so auch zugegeben? Wie hat sie sich dazu geäußert? Wir können im Moment keine weiteren Angaben zu den Ermittlungen machen. Wann war dann der Auffund, also die Geschichte mit dem Rheinufer? Kurz Zeit später. Kurz Zeit später wird gemeldet, ja. Wurde der Polizei gemeldet? Genau, wir haben entsprechend recherchiert. Wir sind unterschiedlichen Ideen natürlich auch nachgegangen. Könnte es sich um Obdachlosenszene handeln? Könnten die beiden sich gekannt haben und so weiter? Wir haben ja auch erste Gespräche geführt und so haben wir kurz Zeit später im Bereich einer Gastronomie und in unmittelbarer Nähe einer Gastronomie einen Leichnam aufgefunden. Wir gehen derzeit davon aus, dass dieser Leichnam im Zusammenhang mit dem Fund, den wir hier registrieren, im Zusammenhang steht. Irgendwelche möglichen Motiven, irgendwas, was zu dem Hintergrund von dieser Tat hindeuten könnte? Wir haben im Moment tatsächlich noch gar keinen Hintergrund, keine Motivation und was für uns interessant ist, auch tatsächlich keine zu diesem Fundort leitenden Einsätze. Keine Beobachtungen von Zeugen, kein beobachtetes Streitgeschehen oder ähnlich. Wir haben natürlich unsere Einsätze, die bekannt sind, entsprechend nachgesehen. Unsere Ermittlungen laufen jetzt auf vollen Touren und wir hoffen, dass wir das bald verfestigen können. Kopf abgelegt, in Tüte oder in welcher? Da werde ich im Moment noch nichts zu sagen. Ja, was können Sie zu dem Tatverdächtigen sagen, der hier vor Ort festgenommen wurde? Nach unseren derzeitigen Feststellungen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann, der hier nach unseren Erkenntnissen auch im Raum Bonn aufhältig ist. Er ist uns als Polizei bekannt und er wird aktuell von uns erkennungsdienstlich behandelt und natürlich auch zu den Umständen befragt, denn wir haben noch keinen Zusammenhang zu der aufgefundenen toten Personen zum einen und zum anderen auch zu dem möglichen Kennverhältnis, zu freundschaftlichem Verhältnis oder ähnlich, ob es hier eine Beziehung gibt. Das wäre für uns sehr wichtig. Die Ermittlungen dauern also an. Können Sie was dazu sagen, wie die Person sich verhält oder hat sie sich vielleicht sogar schon hier eingelassen? Die Person hat sich zumindest in der ersten Phase der Festnahme kooperativ verhalten. Er hat uns auch die ersten Fragen beantwortet. Das war für uns auch ein Impuls, unsere Suche nach dem möglichen Körper, der zum Kopf gehört, entsprechend zu intensivieren und gezielt auszurichten. Das war ja dann auch von Erfolg gekrönt. Mein Name ist Fuat Yaman. Ich habe halt heute mitbekommen, dass wir wollten hier Shisha rauchen. Und ich habe gesehen, dass hier am Amtsgericht 2, 3 Menschen standen und ein Typ, der gefestigt war, also von der Polizei schon festgenommen. Und bin quasi in die Richtung gelaufen, habe gesehen, dass so ein Typ in Handfesseln saß und rechts von ihm lag quasi ein Kopf. Erstmal habe ich halt wahrgenommen, dass halt, ich dachte erstmal so ein Teddybär oder sonst was Ähnliches. Und genau, später halt, wurde halt hier erzählt, dass eventuell ein Kopf liegen könnte. Dann habe ich halt wahrgenommen, dass es doch ein Kopf war, mit dem Gesicht zum Amtsgericht, und konnte halt die Haare sehen, so ein bisschen bräunlich, so dunkle Haare. Und genau, das war halt alles, was ich so mitbekommen habe. Wie ging das dann weiter? Dann kam die Polizei? Genau, wir kamen von der anderen Straßenseite und wollten hier reingehen. Der Eingang war direkt hier vorne, und als ich die Menschen gesehen habe, dass da 2, 3 Menschen standen, weinend, bin auch in die Richtung gelaufen und konnte erstmal gar nicht wahrnehmen, was da halt passiert ist. Ich dachte, normale Ausstreitung, Festnahme. Wollte halt schauen, ob da eventuell jemand ist, den ich kenne. Und erst nachher habe ich halt gesehen, okay, da ist doch mehr los wie normale Ausstreitung. Hast du auch mitbekommen, es gibt ja noch einen zweiten Einsatzort, was da vielleicht ist? Ich habe mitbekommen, dass halt am alten Zollhafen hier am Rhein der quasi das Körper von dem Opfer liegt. Und ich denke mal, war ein Streit zwischen den 2 Personen. Und genau, ich denke mal, moralisch hat er sich hier vom Amtsgericht hingestellt und den Kopf hingelegt, weil er wahrscheinlich den Gericht hier haben wird. Kannst du den Täter beschreiben? Also war das ein Mann? Es war ein Mann, ich würde jetzt schätzen zwischen 30 und 40 Jahre alt, 35 maximal alt. Ja, so ein Südländer würde ich jetzt schätzen. Zur Identifizierung kamen auch die Angehörigen von dem Opfer. Demnach zu urteilen, denke ich mal, so iranisch, syrisch, so in der Richtung. Und genau, die haben halt identifiziert, war eine Dame, die ist dann auch direkt weinend hier weggelaufen. Und ja, ich denke, da wurde klar festgestellt, wer es ist. Das ist aber nur der Schlafsack. Sieh, was die für große Taschen haben. Mhm.